Ich bin Basti. Ich bin Hannes. Und wir sind die Schätzners. Das klappt so nicht. Ja, hallo, wir sind hier wieder da. Wir sind. Yo. Wir sind Ersatz für Edit LP, unseren besten Freund auf der Welt. Und wir kommen gerade frisch von einem koreanischen Girlgroup-Konzert und wir spielen jetzt ein bisschen Weltmillionär. Videospiele, los. Okay, Videospiele. Nächstes Mal nehmen wir das blaue Girl. Sie ist blau. Das ist gut. Ja. Okay. Pop. Nicht zu verwechseln mit J-Pop. Dann spielen wir mal. Pop. Pop, pop. Sortieren Sie diese Wörter so, wie sie im Namen eines sehr frühen Videospiels von LucasArts vorkommen. Alien, Zack, McCracken, Mindbenders. Zack, McCracken, Alien, Mindbenders vielleicht? Oh, cool. Ich kenn's nicht, ich hab geraten. Pop, pop. Pop, pop. Merkt der Tut. Die Community-Fans wissen, wovon wir sprechen. Haben wir hier so... Ja, gut. Ja, wir haben sowas. Bitte nicht. Ach ja. Ach ja, Edit hat keinen Bock mehr auf euch. Deswegen machen wir das hier. Ja. Die Schisse. Er holt sich gerade wieder einen runter. Aua! Mein Glasauge. Toll. Danke. Edit. Hannes, Edit. Meine Fresse. Ich sehe gar nicht, wer das war. Toll. Das hast du vorher auch nicht gesehen. Los. Welche Figur stammt aus Lego Star Wars 3 The Clone Wars? Batman, Captain America, Optimus Prime, Anakin Skywalker. Das haben sie aber ganz schön gestreckt, damit die Frage passt, oder? Das war gut. Ich dachte, jetzt so ein originaler Charakter. Gibt es eigentlich auch so eine Anime-Edition von Weltmillionär? So eine One-Piece-Edition? Welche Sega-Konsole kam 1990 auf den Markt zusammen mit dem Spiel namens Kolumbinsen? Game Drive, Game Pack, Game Boy, Game Gear. Gear. Game and Watch. Mr. Game and Watch. Den nehme ich gerne bei Brawl. Brawl. Welches klassische Videospiel führte Ende der 70er in Japan zu einem Mangel an 100 Yen-Münzen? Space Invaders, Double Dragon, Karate Champ, Super Mario Bros. Ich kann die Entscheidung nicht abnehmen. Space Invaders, oder? Ende der 70er? Ja. Müsste passen. Ja! Ja. High five! Richtige Antwort. Geil. Habt ihr es gehört? Habt ihr gehört, wie wir geklatscht haben? Ich hab den Klatsch. Nein. Was für ein Tier ist auf dem Logo von der Firma Zynga zu sehen, die Browserspiele betreibt? Katze, Elefant, Maus oder Hund? Was ist Zynga? Bazinga! Eine Maus. Eine Maus? Oh. War wohl keine Maus. Das war nicht so gut. Ein Hund? Das ist Blödsinn. Das hätte ich nie erraten. Das ist zu heftig. Wir können noch eine Folge machen. Wir können noch eine Folge machen. Bis dann! Tschüss! Wir sehen uns in der nächsten Folge. Eine machen wir noch. Ach. Sehr gut. So, was machen wir diesmal? Ich weiß nicht, Videospiele sind wir noch nicht wirklich weit gekommen. Nee, dann sollten wir mal irgendwie zeigen, dass wir ein bisschen was wissen, ne? Also, dann vielleicht Allgemeinwissensbooster. Das können wir. Gut. Wenn Edit wieder irgendwann da ist, können wir nochmal Videospiele spielen. Ja, das machen wir also. Das versprechen wir euch. Das versprechen wir euch. Ha! Jetzt geht's aber echt los. Jetzt geht's richtig zur Sache. Ich bin so heiß auf den Typen. Kommt die Million. Mein Glasauge. Mein zweites. Jetzt musst du alle Fragen vorlesen. Ich glaube nicht, dass das da steht.
Bin nicht mal. Sortieren Sie diese Vögel aufsteigend nach ihrer Größe. Eisvogel, Kuckuck, Waldkauz, Fischadler. Der Eisvogel ist ziemlich klein, der Kuckuck ist auch ziemlich klein. Der Fischadler ist riesig. Ich hätte mich ja mehr auf den Albatros gefreut. Oder Möwenklöten. Möwenklöten. Wenn die da auftauchen. Alles ist relativ normal. 9,9. Ja, 9,9 Promille. Das hat noch keiner geschafft. Jetzt werde ich doof. Hat noch keiner verschafft. Das hat noch keiner verschafft. So, Leute. Auf ein neues. Jetzt packen wir's. Los geht's. Ja. Kein Zeitlimit. Edit. Das tut mir leid. Ich über die Rips. Rips, Rips, Rips. Spare Rips. Jetzt bin ich aber gespannt auf die erste Frage. Ritz. Ratz. Ratz. Ratz, Ratz. Wir sollten Batman spielen. Ja, Batman. Was bildet zusammen mit Davidson den Namen eines weltberühmten Motorradherstellers? Harrison, Halifax, Harley oder Harcourt? Halifax Davids. Halifax Davids. Sie haben 100. Halifax Harrisons. Das macht Spaß, oder? Voll lustig. Ja. Georgia on my mind ist der offizielle Song welches US-Bundesstaats. Maryland. Das ist die richtige Antwort. Woher weißt du das? Das ist im Namen. Ne? Georgien. In wessen Namen? Mein Namen. Georgia Basti. Probieren Sie es doch einfach. Wow. Probier du doch. Probier mal. Was ist oder was? Grimsflöten. Anlass für Reiseverzögerung quer durch Nordeuropa im Mai 2011. Das ist der Vulkan, ne? Ja, das war der. Der auf Kniesland abgebrochen ist. Ja. Was? Grimsflöten. Wie sagst du das? Wie ich das sage? Willst du es nochmal sagen? Nein. Gut, welche Insel liegt zwischen Grönland und Norwegen? Baffin Island, Neufundland, Island, Spitzbergen. Warum sind das nur solche Geografiefragen? Kann doch keiner. Neufundland würde ich tippen, weil Island ist ja links von Großbritannien. Nee, das ist Irland. Wo ist denn Island zum Henker? Was ist denn Island? Dann ist es Island. Frag mal jemanden. Oder du bist dir sicher und nimmst Island. Nee. Dann schaffen wir noch eine Folge. Dann schaffen wir noch eine Folge. Eine Folge in der Folge in der Folge. Oh, das ist Metafiktion. Jedes Mal, wenn wir über die Folgen reden, durchbrechen wir eine Metalepse. Ich habe mich schlau gemacht. Googelt. Ja, eben gerade schnell. Hört das Thema auf, ganz sofort. Oh, kack. Schlau. Ah, tatsächlich. Hätte ich mal auf meine linke Klöte bestanden. Ja. Ach, schiss nicht. Oh, lass meinen Fuß berühren. Ich hab Edit am Fuß gekitzelt. Fußjob. Bin ich dran? Nee, du bist dran. Wie heißt der Prozess, bei dem Gas sich verflüssigt? Konvektion, Kondensation, Konduktion, Evaporation. Kondensation. Sie sind das Heffchen und wir sind die Jäger. Okay, vielleicht. Ne? Jo, machen wir so. So, fangen wir an. Jetzt geht's richtig zur Sache, Leute. Ich hoffe, ihr Mädels habt euch ein bisschen Wäsche zum Wechseln eingepackt. Denn jetzt werdet ihr richtig feucht, wenn ihr seht, was wir hier gleich abziehen. Dessen neunjährige Tochter. Das reicht. Hatte Bock. Wenigstens neunjährige Tochter hat Bock. Ich tipp mal. Ja, gut. Die nehmen wir. Kennst du das Lied von ihr? Nee. Aber mal her, Megan. Du bist krank, ey. Nee, kenn ich nicht. Sie singt das fast so gut wie ich. Nur fast. Sehen Sie sich's an. Welcher Autohersteller produziert das Modell? Jucke! Toyota, Mazda, Nissan, Devo. Nissan. Devo, das klingt so koreanisch. Oh, oh.
Ja. Das ist ein bisschen Trivialwissen für dich, Günther. Oh. Schlauer Basti. Bei Tekken gibt es doch diesen Lehrer von Horang. Weißt du, wen ich meine? Nee. Okay. Auf jeden Fall heißt der Back to Sun. Aber ein guter Bekannter von uns sagt immer Beak. Und das verstehe ich nicht. Welcher amerikanische Feiertag wird jedes Jahr am 11. November oder am nächsten Werktag gefeiert? President's Day, Thanksgiving, Veterans Day, Groundhog Day. Wie kamst du auf Tekken? Na, wegen dem Der Wu. Und der heißt Backdo. Der bei Tekken. Das reimt sich auf Backdo. Sie können sie den Publikumsjob. Verstehe ich nicht. Wie verstehst du nicht? Verstehe ich nicht. Achso, weil der Typ auch aus Korea kommt, der Backdo heißt. Deshalb habe ich vermutet, dass Der Wu eine koreanische Automarke ist. Okay. Los, was ist jetzt hier die Antwort? 11. November. Da habe ich Geburtstag. Oder den nächsten Werktag. Werktag? Ja, am 11. November schon wieder 11. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht. Bestimmt Groundhog Day. Bist du dir sicher? Nee. Okay, dann fragen wir das Publikumsens. Mensch, lehn dir nicht so zurück, ich will deinen scheiß Hals nicht sehen. Sonst schneide ich ihn dir durch, Günther. Wow. Ja. Ich kann auch mal wütend werden. Das machst du gut. Oh, Veterans Day. Day. Wir vertrauen einfach blind. Sau. Ohne meine Glasaugen muss ich dir wohl blind vertrauen. Okay. Na dann mal zur 9. Frage. Sie haben Zeit. Du bist dran. Ja, hauen hier durch, ey. Sie müssen dabei nicht mitziehen. Ich Thiose? Nee, du Thiose. Das ist eine genetische Störung, die dazu führt, dass die Haut austrocknet und an was erinnert? Fischschuppen, Baumrinde, gegerbtes Leder oder Papier? Das ist ziemlich scheiße. Alter. Ein Joker ist noch übrig. Das sehen wir. Okay. Wie sieht ein gegerbtes Leder aus? Scheiße. Na dann. Ja, aber was ist denn das für eine. Wenn die Haut austrocknet, wie könnte das dann aussehen? Schuppig? Wie Baumrinde? Schuppig wie Baumrinde. Nicht wie Fischschuppen. Wie sieht ein gegerbtes Leder aus? Ist gegerbtes Leder sautrocken? Ist Leder nicht immer trocken? Es hat doch immer so auch so einen Glanz. Dann könnte man ja meinen, dass es feucht wäre. Wollen wir 50-50 und raten? Ja. Das ist eine gute Taktik. Das ist die beste Taktik. Okay. Computer. Ah. Und? Baumrinde ist ziemlich trocken. Aber was für Baumrinde? Ja, Birke. Wie soll die denn aussehen wie Baumrinde? Ja, Birke. Baumrinde ist die nicht trocken. Birke? Wie soll das aussehen? Ja, Birke. Birke? Birke! Jetzt nimm Fischschuppen. Ich habe ein gutes Gefühl. Birke. Birke. Birte. Das habe ich doch gleich gesagt. Das klatscht. Immer besser. Das war ein High Five für unsere Kopfhörer, Zuhörer. Auf die Kopfhörer. Die nehmen wir uns. Okay, das kannst du. In Mexiko sind Chapulins, gebratene Eicheln, Paprika, Termiten, Heuschrecken. Eiche? Stimmt. Es ist Ihre Entscheidung. Nee, in Mexiko gibt's keine Eicheln. Ich weiß es nicht. Naja. Essen die in Mexiko Insektenscheiße? Bestimmt. Paprikas aber auch. Paprika auf jeden Fall, ja. Weißt du, Paprika hat mit Chapulins die meisten Buchstaben gemeinsam. Wir sollten Paprika nehmen. Das ist auch am leckersten. Ja. Jetzt hast du keine andere Wahl mehr. Das wird nichts. Gleich gibt's ein Glasauge. Oh. Scheiße.
Und? Eicheln? Eicheln? Heuschrecken. Na gut. Boah, das tut weh, wenn du 10 Jahre alt bist. Tja, Leute, würde ich sagen, das war's mit den Schisslers. Wer ist das?